Ja, moin ihr Lieben, ich bin's Thorsten und ich bin mal wieder hier mit YouTube bzw. mit Photoshop und auch Affinity Photo am Gange Bilder zu bearbeiten. Den einen Tag habe ich 3D-Bild erstellt und das bei Facebook gepostet, wie es zurzeit ja vom iPhone funktioniert, direkt vom Phone aus, allerdings nicht auch nicht bei jedem iPhone, sondern bei dem 10, 10XS, Max oder was weiß ich. Und für Android gibt es das noch nicht. Aber ihr könnt eure eigenen Bilder dafür benutzen und die dann herrichten, um dann praktisch bei Facebook zu posten, so dass ihr diesen 3D-Effekt bekommt. Ich habe hier mal die Facebook-Seite 3D-Fotos geöffnet. Und wenn man jetzt hier rüber geht über das Bild mit der Maus, dann sieht man halt diesen 3D-Effekt. Und wie gesagt, das habe ich auch gemacht und der eine oder andere hatte gefragt, wie mache ich das? Und das möchte ich euch mal zeigen. Schieb das mal hier rüber und habe jetzt hier einen Ordner erstellt, wo ich dieses 3D-Bild hinterlegt habe. Das habe ich auch schon im Photoshop geöffnet. Das ist das hier. Und habe das auch schon ein bisschen vorbereitet, was am meisten Zeit in Anspruch nimmt. Das wisst ihr ja selber, also Freistellung. Ihr müsst also das, was ihr als Hauptmotiv haben wollt, eben auch dementsprechend freistellen. Das heißt, meine Person, die hier auf diesem Felsen steht, ist praktisch das Motiv und alles andere sollen die Bewegungen darstellen. Das ist einmal der Himmel und der Wald. Und ja, dafür brauchen wir dann drei separate Ebene. Um die zu erstellen, ist halt die Freistellung des Hauptmotivs eben das, was am meisten in Anspruch nimmt. Dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Das soll jetzt hier auch nicht das Thema sein. Deswegen habe ich das hier schon vorbereitet. Das heißt, wenn ich hier drauf gehe, seht ihr hier, dass ich mich hier schon freigestellt habe. Diese Freistellung brauchen wir gleich. Ich gehe jetzt hier auf unsere Hintergrundebene. Bei euch würde wahrscheinlich nur Hintergrundebene stehen. Und werde jetzt hier eine neue leere Ebene erstellen und die werde ich Himmel nennen. Wie ihr die nennt, das ist an euch überlassen. Bleibe auf dieser Ebene, nehme mir hier mein, beziehungsweise bevor ich hier weiterrede, schaut mal, dass das Bild nicht zu groß wird. Ich bin jetzt hier auf Bildgröße und habe jetzt hier die Bildgröße auf 2000 mal 2070 gestellt. Das Bild war vorher 4000 groß und je größer das Bild wird, desto rechenintensiver wird natürlich auch dann das Erstellen des Bildes. Also und auch Facebook kann es ja gar nicht größer anzeigen. Also von daher müsst ihr da keine volle Auflösung gehen. Je kleiner dieses Bild wird, desto schneller wird es fertig und ihr könnt es dann auch zeigen. Gut, jetzt geht es wie gesagt hier weiter. Ich habe jetzt also hier eine neue leere Hintergrundebene, die nenne ich Himmel. Dann nehme ich hier meinen Zeichenstift und werde diesen Himmel dementsprechend freistellen mit der Alt-Taste. Mit der Leertaste, dann kommt hier diese Hand, dann kann ich hier praktisch das Bild hin und her sliden. Und mit der Alt-Taste und mittlerem Mausrad kann ich hier rein und raus zoomen. So, und dann werde ich jetzt, wie gesagt, hier mit meinem Zeichenstift hier den Himmel abfahren. Klicke also hier rein. Ich mache das jetzt ein bisschen schneller und nicht ganz so genau, weil hier geht es jetzt nicht darum, euch zu zeigen, wie genau kann ich arbeiten, sondern wie kann man sowas erstellen. Die Genauigkeit des Bildes liegt natürlich dann in eurer Hand. Hier geht es ja, wie gesagt, einfach nur darum, die Arbeitsschritte zu zeigen, die erforderlich sind, um so ein Bild zu erstellen. Jetzt bin ich einmal rum, dann gehe ich hier in die Mitte oder auf jeden Fall innerhalb dieser blauen Markierung rechte Maustaste und gehe auf Auswahl erstellen. Dann öffnet sich dieses Kästchen hier und dort geht ihr auf Radius, weiche Kante 0 und klickt OK. Alles andere kann so bleiben. Und dann habe ich hier auf dieser Hintergrundebene diese Maskierung
und die füllen wir jetzt mit Schwarz. Da jetzt hier meine Vordergrundfarbe grau ist, meine Hintergrundfarbe weiß, kann ich jetzt hier auf dieses kleine schwarz-weiße Kästchen drücken und dann bekomme ich hier meine Vordergrundfarbe schwarz und meine Hintergrundfarbe weiß. Wenn ihr das wechseln wollt, dann kann man jetzt hier nochmal drauf gehen, dann kommt Vordergrund weiß, Hintergrund schwarz. Wir brauchen aber Vordergrund schwarz und dann hier das Füllwerkzeug und dann nehmen wir hier auf jeden Fall dieses Füllwerkzeug. Wenn es bei euch nicht angezeigt wird, dann wird wahrscheinlich hier das Verlaufwerkzeug angezeigt. Da ja hier so ein Pfeil abgebildet ist, wisst ihr, dass da mehrere Kästen, mehrere Möglichkeiten da sind. Also klicke ich jetzt hier rein und gehe auf Füllwerkzeug. Achte nochmal drauf, dass ich hier im Himmel bin und fülle das Ganze mit Schwarz. Dann kann ich die Auswahl aufheben, Auswahl aufheben und gehe hier wieder auf meine Hintergrundebene und erstelle darüber eine neue leere Ebene und die nenne ich, ups, abbrechen, die nenne ich jetzt Wald. Wald. So, jetzt muss ich Alt scrollen, so, bisschen rausscrollen, ruhig ein bisschen weiter. Jetzt füllen wir das auch von Schwarz nach Grau runter mit einem Verlauf. Achten wir darauf, dass wir in der Ebene Wald sind. Dann gehe ich hier auf Verlaufswerkzeug, Vordergrundfarbe Schwarz. Hier wählen wir gleich das erste. Das ist Vorder- und Hintergrundfarbe. Das klicken wir an. Okay. Und haben hier den linearen Verlauf. Und dann setze ich das in etwa hier an. Mit der linken Maustaste reinklicken. Dann halte ich die Shift-Taste und kann hier einen geraden Strich nach unten ziehen. Und der Verlauf füllt dann praktisch meine Fläche. Gehe ich hier nochmal drüber. Ja, und dann habe ich hier diese scharfe Kante nicht ganz so doll und habe jetzt hier in meinem Wald praktisch die Verlaufsebene von schwarz zu grau-weiß. Ja, dann haben wir jetzt schon diese beiden Ebenen und die kann ich jetzt hier mal abwählen und gehe hier auf meine Freistellung. Um diese Freistellung zu maskieren, müsst ihr Command-Taste bzw. bei Windows dann die STRG-Taste gedrückt halten und dann auf die Ebene gehen. Dann kommt hier so eine so ein Finger, an meinem Finger praktisch so eine Maskierung. Wenn ich da reinklicke, dann seht ihr hier also, dass jetzt diese Ebene maskiert ist. Dann gehe ich hier wieder runter auf meine Hintergrundebene bzw. auf meine Himmelebene und über diese Himmelebene erstellen wir eine neue Ebene und die nennen wir dann Person oder wie auch immer ihr das nennen wollt. Und dann kann ich jetzt das hier mal ausschalten und schalte hier den Himmel und den Wald wieder ein. Und was wir jetzt müssen, ist diese Maskierung der Person auch zu füllen und zwar mit der Farbe, die hier unten endet. Das heißt also, wir gehen hier auf das Kästchen Schwarz Vordergrundfarbe. Dann haben wir ja hier, öffnet sich die Farbwähler Vordergrundfarbe, habt ihr hier diese Pipette und klickt hier unten rein. Dann habt ihr diesen Grauton. Also ist hier kein Weiß, sondern hier schon Grauton und sagt OK. Und dann seht ihr also hier, dass die Vordergrundfarbe jetzt diesen Grauton hat, den wir uns von hier genommen haben und gehen hier nochmal zur Bestätigung, dass wir auf der Ebene Person sind, gehen dann hier auf Füllwerkzeug und füllen dann praktisch diese Maskierung mit diesem Grauton. Jetzt seht ihr, dass das gefüllt ist mit diesem Grauton, den wir von hier geholt haben. Dann ja, können wir das hier die Auswahl aufheben und haben praktisch die schwarz-weiße
Grau, hellgrau, Abstufung des Bildes, des ersten Bildes, die wir praktisch brauchen, um das Ganze dann in 3D zu bekommen. So, und das Ganze ist dann praktisch schon fertig und ihr geht dann auf Datei, speichern unter und ich nehme hier PNG und nenne das mal 3D, dann slash unten und dann müsst ihr, also das müsst ihr schon genauso benennen. Ich vergesse immer die Endung, muss hier noch mal rein und das Ganze muss slash unten DEPTH genannt werden. Also slash unten DEPTH Punkt PNG, also 3D slash unten, also 3D müsst ihr nicht, ihr könnt dann auch einen anderen Namen, also ihr müsst auf jeden Fall dieses slash unten DEPTH und dann Punkt PNG oder JPEG, das was ihr halt als Format haben wollt und ich speichere das im Ordner 3D und gehe hier auf Sichern. Okay. So, wenn ich jetzt hier meinen Ordner 3D öffne, dann haben wir jetzt die 3D, 3D, slash unten, DE, P, T, H, PNG. Das ist das erste Bild. Und jetzt wähle ich das hier mal ab, dass ich hier wieder auf mein normales Bild komme. Und das müssen wir jetzt auch nochmal abspeichern. Und zwar auch in demselben Ordner. Ach hier, er speichert immer noch. Ja, das dauert jetzt leider ein bisschen länger. Okay, also PNG-Dateien sind ein bisschen intensiver als JPEG-Dateien. Und dann nehme ich ja dieses Video zusätzlich noch auf. Also ganz so schnell ist mein Rechner dann doch nicht. Jetzt also hier der Datei speichern unter und er muss natürlich denselben Namen haben. 3D und dann hier auf PNG. Aber diesmal ohne die Slash unten, sondern nur 3D und dann als PNG sichern. Speichern wir das nochmal. Das speichert er jetzt auch. Dauert jetzt wieder. Und dann haben wir hier 3D, wenn er das gleich gespeichert hat. Der ist ja auch eine Lärmekrücke hier, mein Rechter. Mensch, Kinder. %. Ja. So. Da haben wir es. Also jetzt haben wir praktisch diese beiden Dateien gerade gespeichert. Die ziehe ich mal hier auf den Desktop. Mache ich hier mal klein. Und wir haben jetzt also 3D slash unten DE PTH Punkt PNG und 3D PNG. Diese beiden gehören halt zusammen. Und diese beiden Dateien müssen wir dann bei Facebook reinziehen. Ich mache das hier mal klein. Hole mal hier den Browser rüber. Die beiden ziehe ich mal darüber. Dann habe ich hier jetzt den Browser. Gehe mal hier auf meine Seite. Dann werde ich jetzt hier diese beiden Bilder einsetzen. Und warten, bis die hochgeladen sind und Facebook erkennt das dann, dass es ein 3D-Bild ist und setzt die beiden praktisch zusammen. Da kommt schon die Vorschau, um zu gucken, wie gut das Ganze überhaupt aussieht. Gehe ich jetzt hier nur auf Ich sehen, weil wenn es dann doch nicht gut aussieht, das ist natürlich dann peinlich. Kann ich das dann noch mal ändern? Aber so seht ihr jetzt schon, dass das eigentlich
ja, relativ gut aussieht und ich könnte das jetzt so in der Öffentlichkeit speichern. Was ich noch nicht herausgefunden habe, wenn ich jetzt hier so ein bisschen scrolle, dass hier ein transparenter Hintergrund noch vor mir ist, der sich ab und zu mal zeigt. Ja, ich habe das leider noch nicht herausgefunden, wie ich das vermeiden kann. Also muss selber auch noch ein bisschen üben. Darum geht es ja auch gar nicht. Vielleicht habt ihr die Lösung gleich parat oder kommt dann selber da nochmal drauf oder habt dann selber oder kriegt dann selber Tipps nochmal, wie man das wegbekommt und könnt mir dabei auch helfen. Ja, darum geht es eigentlich in erster Linie, dass ich hier mal zeigen wollte, dass ihr da kein iPhone für braucht, sondern das Ganze am Rechner machen könnt. Und es ist dann auch egal, ob ihr das jetzt mit Photoshop macht oder mit Affinity oder mit GIMP. Das spielt keine Rolle. Wichtig ist, dass ihr diese beiden Dateien haben müsst. Als PNG oder JPEG spielt auch keine Rolle. Wichtig ist, dass ihr eine /DEPTH-Datei habt und eine normale Datei und die beiden dann zusammen hochladen könnt, um dann dieses Bild zu posten. Das war es im Prinzip schon. Ja, wer noch Fragen hat, kann sich gerne bei mir melden. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen. Tschüss!